Mein Name ist Peter Mörtl, ich bin ein Key Researcher für Human-Centered Development beim virtuellen Fahrzeug, also ein Kompetenzzentrum bei der Grazer Technik. Mein Aufgabengebiet ist die Entwicklung und Forschung bezüglich neuer Assistenz für ein Fahrzeug, aber auch für Industrie im industriellen Arbeitsplatz, wo es darum geht, Technologien und Prozesse zu entwickeln, die den Menschen sozusagen helfen, besser zu arbeiten und besser Auto zu fahren, sicherer Auto zu fahren, bis hin zur hohen Automation, sozusagen die Interaktion da gestalten zu helfen. Ja, meine These zum automatisierten Fahren ist, dass es natürlich eine große Möglichkeit an Technologien gibt, die das automatisierte Fahren herbeizuführen, dass es allerdings noch nicht die Prozesse gibt, die wirklich so umzusetzen, dass es in den nächsten Jahren absehbar ist, dass wirklich da jetzt überall automatisierte Autos herumfahren. Also der Grund für diese These ist eigentlich, habe ich aus der Luftfahrt beobachtet. In der Luftfahrt gibt es viele, viele Jahre schon, Jahrzehnte hinweg schon Automatisierungsversuche. Das hat angefangen schon in den 30er Jahren. Der erste Autopilot ist entwickelt worden, wenn man drauf gekommen ist, dass es eigentlich viel leichter ist, die Steuerung zu übernehmen, also die von der Höhe und von links, rechts und Ruderbewegungen zu übernehmen und dafür einen Automaten zu entwickeln. Und das hat funktioniert und die Automatisierung setzt sich fort und hat sich in den letzten Jahren noch beschleunigt. Allerdings sind wir noch ganz weit weg davon, wirklich automatisierte Flugzeuge, autonome fliegende Flugzeuge im zivilen Luftraum zu sehen. Und warum ist das? Das hat damit zu tun, dass zwar ein Flugzeug alleine schon autonom fliegen kann und ähnlich auch ein Fahrzeug, wenn es losgelöst ist von allen anderen Einflüssen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Flugzeug ohne irgendein anderen Flugzeug im Luftraum von Graz nach Wien fliegen könnte, dann würde das eigentlich autonom kein Problem darstellen. Dafür gibt es die Steuerregelung, die Regelungstechniken alle schon. Das wird funktionieren. Was das Problem ist, sind die anderen Flugzeuge. Wenn da jetzt hunderte und tausende Flugzeuge im Luftraum sind, die müssen koordiniert werden. Da ergeben sich dann Unvorhersagbarkeiten und das Ganze muss dynamisch reagieren. Und dafür sind autonome Systeme noch nicht gerüstet. Da braucht man den Menschen dazu. Und was wir wirklich brauchen dann, ist den Übergang zwischen Automation und Mensch so zu gestalten, dass Automation das machen kann, was es am besten kann und dass der Mensch macht, was der Mensch am besten kann. Und da sind wir noch im Begriff dazu, die zu entwickeln. Wie können solche hochintelligenten, automatisierten Systeme dann auch wirklich mit den Menschen zusammenarbeiten, sodass der Mensch eingreifen kann, wenn er das muss. Und das ist ein großes Forschungsgebiet, dem wir uns auch dementsprechend widmen. Also die These ist einmal, hat eigentlich zwei Teile. Auf der ersten Seite würde ich sagen, ist, dass es da die Möglichkeit gibt, ganz was Revolutionäres zu schaffen mit diesen intelligenten Maschinen, mit den neuen Algorithmen und auch mit der Hardware, die es jetzt gibt. Aber die zweite Teil der These ist, dass es eben noch nicht so weit ist, dass man die Techniken so einsetzen können, dass sie einen großen Unterschied machen. Und also jetzt, wie könnte die Zukunft ausschauen mit einem hochautomatisierten, hochintelligenten System? Da ist es natürlich jetzt sehr visionär zu fragen, dass wir könnten wirklich große Veränderungen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen setzen, wenn jetzt wirklich Arbeit zum Beispiel Großteil ersetzt wird von Cyber-Physical-Systemen, da kann man dann eigentlich träumen. Also ich bin jetzt kein Experte im Gesellschaftlichen zu sagen, wo die Auswirkungen genau sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Eigentumsumverteilungen der Fall sind, dass große Prozesse in Gang gesetzt werden. Also diese Umsturzprozesse, die da instand setzen können, könnte ich jetzt nicht so vorhersagen. Aber das könnte sehr groß sein. Allerdings glaube ich, dass das eher eine Wunschvorstellung ist, dass sowas passiert, dass man überhaupt einen Einfluss auf sowas haben kann, sowas zu steuern. Wahrscheinlich wird das sehr evolutionär sich abspielen und man eigentlich nicht so einen Einfluss darauf nehmen kann. Was ich eher glaube, ist, dass es in den nächsten Jahren, in den nächsten 5, sogar 10 Jahren, nicht
große Unterschiede gibt im Transport. Es wird eigentlich eher Automation geben, die es jetzt auch schon gibt, vielleicht noch ein bisschen ausgedehnt, aber die Automation wird das tun, wozu sie sich nicht wirklich intelligent und dynamisch entscheiden muss, sondern sie wird vielleicht warnen, wenn man jetzt von der Fahrspur runterfährt, oder sie wird warnen, wenn hinten ein Auto beim Einparken steht. Sie wird vielleicht solche Sachen machen, aber so ein Linksabbiegemanöver in einer Stadt, das werden wir wahrscheinlich noch nicht sehen, dass das automatisiert wird. Also dass da sicherer, sich die Automation sicherer ist als der Mensch. Also die Vorteile und die Chancen von hochautomatisierten Technologien sehe ich darin, dass man den Menschen, die menschliche Zivilisation durchaus umformen könnte. Sie könnten dazu helfen, neue Zielsetzungen, Umverteilungen, Eigentumsumverteilungen, Autoritätsumverteilungen, Gleichverteilungen zu erzeugen, die sonst eigentlich unmöglich wären, könnte ich mir vorstellen zumindest. Das wäre vielleicht der beste Fall, der schlechteste oder negativste Fall, den ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, wenn diese Technologien dann nur dazu eingesetzt werden, Komfort und Unterhaltung einfach noch zu verstärken, dass Menschen vielleicht noch vereinsamt und auftrennt in ihre einzelnen Wohnungen, in ihre einzelnen virtuellen in Umgebungen, dann würde ich das als der schlechteste Fall sehen, weil dann, ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir die Technologien, die intelligente Automatisierung dazu einsetzen können, die Teile zu ersetzen, also zum Beispiel für Bildung und Ausbildung einzusetzen, vielleicht in Bereichen, wo Lehrer vielleicht von nicht hinkommen, also das wäre vielleicht Afrika, Entwicklungsgebiete, wo intelligentere Tutoring-Systeme zum Beispiel Wissen weitergeben können, ohne dass das jetzt an Menschen so gebunden wird. Also in Bereichen, wo eine Weiterentwicklung des Menschen notwendig wäre. Also nicht in Unterhaltung, nicht in Komfort, wobei das natürlich die Konsumprodukte sind, das sind die Treiber, wodurch diese Entwicklungen auch befördert werden. Also ich würde mir wünschen, dass wir diese intelligenten Technologien dafür einsetzen, das menschliche Sein zu verbessern. Ich würde davon warnen, intelligente Technologien zu erwarten, dass wir die einfach auf den Markt werfen und dass das alles sich einfach so entwickelt, wie sich es entwickelt. Das ist oft sehr unvorhersehbar. Also die Entwicklung des iPhones hat andere Entwicklungen weitergegeben und wir haben eigentlich keine Ahnung gehabt, was wir getan haben. Alle sehr intelligente Menschen, die das entwickelt haben. Aber was sich da entwickelt hat, war im Prinzip vollkommen unvorhersehbar. Also das, glaube ich, hat sich jetzt noch nicht verändert. Aber so dieses einfach, wir entwickeln, was wir können und verkaufen, und das ist sozusagen, wir liefern uns da einen Prozess aus, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben, wie er funktioniert.